Hallo, ich grüße euch. Glaubt ihr, dass es außerirdisches Leben gibt? Könnt ihr euch vorstellen, dass Außerirdische es schaffen könnten, unsere Erde zu besuchen? Nun, sicher ist, dass es zahlreiche UFO-Sichtungen gibt, die nicht mehr von der Hand zu weisen sind. Unser nächstes Sonnensystem ist Alpha Centauri. Würden wir mit unseren Möglichkeiten versuchen wollen, dorthin zu reisen, wären wir weit über 10 Jahre unterwegs. In einer Talkshow sagte der Astronaut und Wissenschaftler Professor Dr. Walter, dass dies wohl unmöglich sei. Wirklich unmöglich? Ist euch eigentlich bekannt, dass wir gerade durch unsere Raumbrüder, die Santiner, seit über 2000 Jahren im göttlichen Auftrage begleitet und beschützt werden? Die Santiner kommen vom Planeten Metaria, genau aus diesem Sonnensystem Alpha Centauri, das eigentlich viel zu weit nach irdischen Maßstäben von der Erde entfernt ist. Wenn sie das nicht tun würden, gäbe es die Erde, diesen Läuterungsplaneten, schon lange nicht mehr und uns würde jegliche Entwicklungsmöglichkeit hier auf Erden genommen. Die Santiner sind uns über 10.000 Jahre in der technischen wie geistigen Entwicklung voraus. Also ist es doch möglich, solche Reisen zu unternehmen? Und wenn ja, wie machen Sie das? Alpha Centauri liegt immerhin 4,1 Lichtjahre von der Erde entfernt. Das sind über 40 Billionen Kilometer. Seid ihr neugierig geworden und möchtet mehr wissen? Dann schaut euch das neue Video mit dem Thema "Sind wir alleine im Universum oder werden wir beobachtet?" an und ihr werdet staunen. Ich wünsche euch beim Zusehen viel Spaß und natürlich, wie immer, viel Erkenntnis. Es gab Zeiten, da wurden Gespräche über UFOs schnell als etwas für Spinner und Nerds abgetan. Heute ist das Thema UFO im Mainstream angekommen. Das US-Verteidigungsministerium hatte im letzten Jahr einen Bericht mit 46 UFO-Videos veröffentlicht, teils geschwärzt. Was denkt ihr? Warum spielt man hier nicht mit offenen Karten und verheimlicht wichtige Erkenntnisse? Das uns am nächsten gelegene Sonnensystem ist das Alpha Centauri mit einer Entfernung von immerhin 4,2 Lichtjahren. Das sind unvorstellbare 42 Billionen Kilometer. Würden wir mit unseren technischen Möglichkeiten dorthin reisen wollen, wären wir über 10 Jahre unterwegs. Mit welchen Möglichkeiten ist das für die unbekannten Planetarier möglich? Stephen Hawking sagte in einem Interview Folgendes: Sollten uns jemals außerirdische Menschen besuchen, also sozusagen von Auge zu Auge, würde das wohl das gleiche Ergebnis sein, als Christoph Kolumbus das erste Mal auf die Ureinwohner Amerikas traf
Und das ist ja nicht gut für sie ausgegangen. Da sich die Außerirdischen uns nicht sichtbar begegnen möchten, wird seine Gründe haben. Die Machthaber dieser Erde würden diese fremden Besucher natürlich sofort als Bedrohung ansehen und sie dementsprechend bekämpfen. Diese Aufnahmen bereiten den US-Militär seit Jahren Kopfzerbrechen. Unidentifizierte fliegende Objekte. My gosh. Oh mein Gott, es rotiert, ruft der Air Force-Pilot. Erst vor wenigen Monaten veröffentlichte das Pentagon offiziell eigene Infrarotaufnahmen aus dem Himmel über Kalifornien. Jetzt stellt sich die Frage, warum werden die Außerirdischen immer als eine Bedrohung angesehen? Um nochmals auf die eben angesprochenen UFO-Videos zurückzukommen, sind hier UFOs gezeigt worden, die ohne jeglichen erkennbaren Antrieb eine enorme Geschwindigkeit aufwiesen und dadurch auffielen, dass sie im Zickzackkurs flogen. Die New York Times hat ein Video veröffentlicht, das Ufologen derzeit in helle Aufregung versetzt. Es ist darauf zu sehen, wie ein Objekt mit großer Geschwindigkeit, aber ohne eigenen Antrieb offenbar, sehr schnell durch die Luft saust. Es dreht und bewegt sich wie nichts, was wir jemals gesehen haben. Um das zu erklären, müssen wir uns näher mit der Entstehung des Universums befassen, das aus einem materiellen Universum und einem Anti-Universum besteht. Durch den Urknall entstanden gemeinsam das Universum der Materie und als Gegenpol das Universum der Antimaterie. Das Anti-Universum ähnelt in Aufbau und Struktur dem materiellen Universum, denn es beinhaltet fast die gleichen Lebensformen. Die Lebewesen der Anti-Welt, zu der auch verschiedene Menschheiten gehören, können uns in der Materie genauso wenig wahrnehmen wie wir sie. Jedenfalls nicht ohne sehr komplizierte Messapparaturen, die es noch zu entwickeln gilt. Beim Anti-Universum handelt es sich um einen Lebensbereich wie in der Materie, jedoch mit umgekehrter atomarer Polarität. Auch dort leben Menschen, deren physische Körper selbstverständlich auch aus Antimaterie bestehen und deren Atome die gleiche umgekehrte Polarität aufweisen. Auch die Gravitationskräfte wirken umgekehrt, sodass Materie und Antimaterie sich gegenseitig abstoßen. So regeln beide Großschöpfungen zum Teil den Abstand der Sterne. Das Anti-Universum unterscheidet sich nicht wesentlich vom materiellen Universum. Zwar ist es eine andere Dimension, aber in sich gesehen auch dreidimensional. In seinem atomaren Aufbau jedoch anders gepolt. Beide Großschöpfungen bilden zusammen ein Ganzes, zwei gewaltige magnetische Pole von unfassbarer Energie, die sich mit ausgeprägter Korrelation gegenseitig durchdringen und dennoch auf Abstand halten. Der Begriff magnetisch wurde von mir in Anführungszeichen gesetzt, weil die Massenanziehung nicht mit magnetischer oder elektrostatischer Anziehung verwechselt werden darf. Sie ist ihrem Wesen nach etwas völlig anderes. Der Abstand der Gestirne wird nicht durch die Eigenschwerkraft bestimmt, sondern durch die unterschiedlichen Gravitationskonstanten. Die Kräfte des Anti-Universums beeinflussen das Universum der Materie und umgekehrt. Beide halten das All im Gleichgewicht
und aus den polarisierten Energien ergibt sich die Gravitation. Kümmern wir uns jetzt noch einmal darum, wie es möglich ist, dass unsere Raumbrüder diese großen Strecken von Stern zu Stern überwinden können. Die Wissenschaft kann sich nicht vorstellen, dass eine interstellare Reise möglich ist. Eine solche Reise über Lichtjahre soll viele Jahre in Anspruch nehmen. Und woher kommen dann Antriebskraft und Verpflegung? Kein Wunder, dass man an außerirdische Raumschiffe nicht glauben will. Weltweit wurden von Privatpersonen, Militärs, zivilen Flugkapitänen sowie von der ISS scheibenförmige Flugobjekte beobachtet, die sich durch geräuschlose Antriebe und unglaubliche Flugmanöver auszeichnen. Bei diesen UFOs handelt es sich um ein kugelförmiges Gehäuse, um das eine Scheibe befestigt ist, deren Fläche nach oben und nach unten polarisierbar ist. Unterhalb der Scheibe entsteht Antigravitation durch eine Umpolung, deren Stärke regulierbar ist. Die UFOs nutzen die Spannungsfelder der Gravitationsunterschiede beider Großschöpfungen, denn beide Universen stoßen sich wegen unterschiedlicher Polung der Gravitation gegenseitig ab. Die Besatzungen machen sich diese Polarisation der Universen zunutze. An Bord dieser Raumschiffe gibt es keinerlei Treibstoff, sondern eine Apparatur, mit der man den Flugkörper stufenweise atomar umpolen kann. Im Augenblick der Umpolung verschwindet der Flugkörper unter farbiger Lichterscheinung aus der materiellen Sicht und wird mit rasender Geschwindigkeit von der Materie weggeschleudert. Die Umschaltung auf Antimaterie bewirkt die Auslösung einer unvorstellbaren magnetischen Kraft, die das Flugobjekt ins All hinausträgt. Der Grad der Umschaltung bestimmt die Geschwindigkeit. Natürlich ist auch die Besatzung von der Umpolung betroffen, denn sie besteht ja auch aus Materie, abgesehen vom Geist. Schiff und Besatzung werden nach und nach halbmateriell und gehen in die andere Art der Materie über. UFOs sind angreifbar, wenn sie auf der Erde gelandet sind, das heißt Kontakt zur Materie haben, nur dann sind sie vollständig materiell gepolt. Im Schwebe- oder Flugzustand dagegen befinden sie sich in einem halbmateriellen Zustand, der sie unangreifbar macht. Aber nicht alle außerirdischen Besucher beherrschen die Dematerialisation und Materialisation. Dieses Wissen um den Antrieb wird nur an Planetenmenschheiten inspirativ weitergegeben, wenn diese eine bestimmte geistige und ethische Höherentwicklungsstufe erreicht haben. In der Presse wird über UFOs und ihre Besatzungen gelästert und gespottet. Doch Vorsicht im Urteilen ist heutzutage allen und jedem zu empfehlen. Erst wenn der wissenschaftliche Verstand die Grenzen des Bekannten durchbricht, kann er sich einem universelleren Bewusstsein nähern. Der geisteswissenschaftliche Tiefstand auf der Erde verhindert die größten Erkenntnisse, die außerirdische Besucher bei einer echten Zusammenarbeit vermitteln könnten. Die für unsere Erde durch den Auftrag Gottes bevollmächtigten Ufonen sind die Santiner vom Planeten Metaria. Sie
sind menschlicher Gestalt und das bedeutet auch, dass es keine Monster im göttlichen All geben kann. Themenfrage: Sind wir allein im Universum? Was sagt Wissenschaft und Kirche? Frage: Es gibt Forscher auf der Erde, die ihr Leben der aufregendsten Frage gewidmet haben, die unsere Existenz für uns bereithält. Sind wir allein im All? Was könnt ihr diesen Forschern sagen? Tai Shi'in: Wer sich wirklich bemüht, darauf eine Antwort zu finden, wird diese Frage beantwortet bekommen. Die Existenz von anderen Wesenheiten wird schon grundlegend dadurch bestimmt, dass ihr noch keine endgültige Antwort findet auf den Bau der Pyramiden, auf die Inka-Evolutionsgeschichte und auf das, was ihr hier auf Erden als Hinweise bekommen habt, um darüber nachzudenken und um sich damit auseinanderzusetzen. Frage: Was sagt ihr zur folgenden Aussage? Ein päpstlicher Astronom führte aus, dass auch Papst Johannes Paul II. Sehr interessiert an der Weltraumforschung sei. Wörtlich sagte er: Seine Heiligkeit verfolgt schon seit seiner Jugend Theorien über die Entstehung des Universums. Euphenius: Diese erstaunliche Aussage ist darin begründet, dass der Papst selbst Kontakt mit Außerirdischen hatte und dies nicht zugeben darf und will. Sein Interesse liegt im Urprinzip darin, herauszubekommen, dass es nicht so sei, dass er sich geirrt habe. Die Botschaft, die er bekommen hat, hat ihn sein Leben lang begleitet. Der Papst zweifelt an sich selbst und an dem, was ihm als Wirklichkeit vorgeführt worden ist. Wir hoffen, dass er so viel Kraft aufbringt, um weitere Wahrheiten der Menschheit zum Erkennen zu bringen. Frage: Wurden die Pyramiden von Außerirdischen gebaut? Lukas: Nein, nicht von Außerirdischen, jedoch mit außerirdischer Hilfe. Es gibt Naturgesetze, die es ermöglichten, die schweren Gesteinsblöcke zu heben. Damals wurde mit verschiedenen Tonfolgen experimentiert, die eine gewisse Schwerkraftaufhebung ermöglichen. Das Wissen darüber wurde an die damaligen Priester weitergegeben und diese setzten dieses Wissen ein. Außerdem war es möglich, durch Überfliegen der Steine mit Raumschiffen das Gefüge der Felsen so zu verändern, dass sie leichter wurden. Die Steine wurden von der Strahlung der Schiffe beeinflusst und wurden dadurch leichter. Über die Jahrhunderte hinweg verlor sich diese Eigenschaft wieder, so dass diese Steine heute wieder ihre normale Schwere besitzen. Es gibt allerdings die Möglichkeit, mit empfindlichen Messgeräten auch heute noch die magnetische Reststrahlung der Steine nachzuweisen. Bemerkung: Früher sangen die Fische ein bestimmtes Mantra, um schwere Netze leichter einholen zu können. Lukas: Es ist ein Relikt aus dieser Zeit, ein Überbleibsel sozusagen, was aber nicht mit dem damaligen Wissen vergleichbar ist. Die außerirdische Technologie und das Wissen um die Naturgesetze ermöglichten die Bauwerke der Pyramiden auf der ganzen Welt. Einige davon, besonders die kleineren, wurden aber nach irdischen Maßstäben nachgebaut, das heißt mit Muskelkraft und Willen. Die Cheops-Pyramide und einige andere der Pyramiden sind jedoch Ausnahmen, die in diese Zeit fallen, von der ich berichtete.
Frage. Es gibt einige Professoren, die eine Existenz der Außerirdischen und somit auch der UFOs absolut ablehnen und für unmöglich halten. Was sagt ihr zu dieser Auffassung? Elias? Das sind selbstherrliche Urteile von Menschen, die nicht glauben wollen, dass ihre Erde keine Sonderstellung im Universum einnimmt. Professoren, die es besser wissen wollen, sollten aber überlegen, ob es auch auf anderen Sternen ein Leben gibt und somit auch das intelligente Leben in Frage kommt. Es ist eine Engstirnigkeit zu glauben, ihr allein hier auf Erden wäret der Mittelpunkt des Alls. Wirkliche Wissenschaftler nehmen heute an, dass es auch intelligentes Leben auf anderen Sternen gibt. Sie haben damit recht. Intelligentes Leben gibt es auf Tausenden von Sternen. Themenfrage: Was ist der Unterschied zwischen einem Santiner und einem Erdenmenschen? Haben sie besondere Fähigkeiten? Die Santiner sind Geist und Fleisch zugleich. Aber ihr Fleisch ist von einer anderen Materie als das der Erdenmenschen. Das trifft aber nur für die organische Masse zu. Die Immunität gegen Krankheiten ist daher auch verschieden. Ihr könnt feststellen, dass die Immunität gegen Krankheiten schon zwischen schwarzen und weißen Menschen verschieden ist. Ebenso gibt es auch einen Unterschied zwischen den Santinern und den Erdenmenschen. Der Erdenbürger ist degeneriert, was bei den Santinern nicht der Fall ist. Durch ihre sehr hohe Entwicklung sind die Santiner etwa den Adepten ähnlich. Auf alle Fälle stehen sie viel höher als die Erdenmenschen. Daher könnt ihr sie als echte Vorbilder betrachten. Die Santiner unter dem Kommando von Astaxeran sind in der Entwicklung am weitesten fortgeschritten. Astaxeran sagt Folgendes dazu: Um euch begreiflich zu machen, zu welcher Art von Menschen wir gehören, kann ich nur sagen, dass wir auch Yogis oder Adepten sind, allerdings in superlativer Form. Ich hoffe, dass euch das ein wenig ein Begriff sein kann, wie ihr uns zu betrachten habt. So sehr wir aber Adepten sind, so sehr haben wir alle entsprechende Macht, hauptsächlich auf unserem Stern, auf unseren Raumstationen, unseren Raumschiffen und im großen All. Sobald wir in die Nähe dieser Terra kommen, sind wir zunehmend machtlos und wir können uns hauptsächlich nur auf unsere große Technik verlassen. Aber diese ist auch in eurer Atmosphäre noch vorzüglich. Wir Ufonen sind Menschen von Fleisch und Blut. Doch unser Fleisch und Blut ist unterschiedlich in der Beschaffenheit, sogar auf unserem Heimatstern. Ihr Menschen auf der Erde, die wir, in Anführungszeichen, Schan nennen, seid aufgrund eurer Seeleneigenschaften materiell viel grobstofflicher als wir. Aber auch auf unserem Heimatstern gibt es viele, viele Menschen, die mehr oder weniger grobstofflich sind. Je höher unsere geistige Einstellung zum allmächtigen Vater ist, umso feinstofflicher wird unser Fleisch und Blut und umso geringer unsere Schwerkraft. Ihr könnt diese Tatsache auch auf eurem Planeten beobachten. Ein gottgläubiger Mensch mit hoher geistiger Einstellung zum Göttlichen geht aufrecht und leichten Fußes über die Erde, fast als ob er schwebt.
Man erkennt seine Fröhlichkeit und Sorglosigkeit am Gang. Doch das kommt bei euch nur sehr selten vor, denn die meisten Erdenbewohner gehen mit schweren Tritten, gebückt, sorgenvoll und ungläubig, alle Gedanken voller Hass und ungesunder Leidenschaften und Angewohnheiten. Diese Menschen sind erdgebunden und werden es auch noch lange nach ihrem irdischen Tode bleiben. Gott allein macht völlig frei. Wir haben uns diese Erkenntnis auch erst erwerben müssen, doch der Schöpfer belohnte uns dann durch die Fähigkeit der Dematerialisation. Themenfrage: Wann landen die Außerirdischen auf der Erde und wie? Santiner berichten dazu Folgendes: Das plötzliche Verschwinden unserer Raumschiffe ist nicht immer auf eine Dematerialisierung zurückzuführen. In den meisten Fällen handelt es sich um eine derartige Beschleunigung der Flugscheiben, dass das Auge nicht mehr auf solche Geschwindigkeiten reagieren kann. In diesen Fällen sind die Flugscheiben manchmal noch auf dem Radarschirm zu sehen oder zuweilen auch fotografisch erfasst worden. In den meisten Fällen wagen sich die Ufonen nicht gern in die tieferen Luftschichten der Erde, da die verdichtete Atmosphäre ihnen große Schwierigkeiten bereitet. Seit den letzten Jahren hat man den Plan gefasst, auf der Erde möglichst eine Massenlandung durchzuführen. Dieser Invasion stellen sich aber gewaltige Schwierigkeiten entgegen, die man zu meistern versucht. Trotz aller Bemühungen in dieser Richtung ist man bisher nur teilweise vorwärts gekommen. Die Ufonen lassen jedoch nicht von diesem Vorhaben ab, da sie gezwungen sind, die irdischen Atomexperimente unbedingt abzustellen. Hier die Erklärung, warum die Ufonen mit ihrer ganzen Einsatzbereitschaft auf der Erde Fuß fassen müssen. Die gewaltigen Explosionen der Wasserstoffbomben bringen den anderen Gestirnen auch außerhalb des Erdsonnensystems einen bedeutenden Schaden, der sich auf das gesamte organische Leben auswirkt. Nicht allein, dass die kosmischen Gesetze in Unordnung geraten und auf diese Versuche entsprechend reagieren. Vielmehr handelt es sich dabei um ein Gesetz, das auch der irdischen Wissenschaft nicht unbekannt ist, aber in keiner Weise berücksichtigt wurde. Es handelt sich um das Gesetz der Aufschwingung und Fortpflanzung auf große Entfernungen. Die Auswirkungen einer Atombombenexplosion beschränken sich nicht auf diese Erde und ihre Lufthülle. Sie pflanzen sich mit zunehmender Kraft aufgrund der Aufschwingung in ungeheure, nicht vorstellbare Entfernungen fort. In Entfernungen, die nur nach Lichtjahren berechnet werden können, kommt es dabei zu Katastrophen von Ausmaßen, die an das Schöpfungschaos erinnern. Der letzte Krieg auf dieser Erde hat im Kleinen gezeigt, dass ein verhältnismäßig geringer Bombeneinschlag in großen Entfernungen größere Zerstörungen verursachte als an der Explosionsstelle direkt. Die Vernichtung rast somit durch den Weltraum und eilt mit zunehmender Gewalt durch den Kosmos. Die Wissenschaftler dieser Erde können sich nicht vorstellen, welch ein ungeheures Leid sie schon über andere Gestirne gebracht haben. Die Erdenmenschheit hat bereits in erheblichem Maße die Schöpfung Gottes angegriffen und damit dem Ungeist einen Dienst erwiesen, wie er niemals hätte größer sein können. In einigen Jahren werden sich am Himmel Phänomene zeigen,
die man mit bloßem Auge beobachten kann. Frage: Haben die Santiner noch immer den Plan einer Invasion? Antwort: Eine Invasion findet selbstverständlich statt, wenn das Verhalten der irdischen Machthaber dazu Anlass gibt. Aber Demonstrationsflüge größeren Stils finden von jetzt ab statt. Sie sind jedenfalls geplant. Frage: Wenn solche Massenflüge stattfinden sollen, müssen die Santiner doch viele Stützpunkte um die Erde herum haben. Antwort: Dafür haben sie allerdings in all den Jahren gesorgt. Ein bedeutender Stützpunkt befindet sich im stillen Ozean. Frage: Soll das heißen, dass dieser Stützpunkt unter dem Wasser ist? Antwort: Allerdings, es spielt für die außerirdischen Raumschiffe keine Rolle, ob sie sich im oder über dem Wasser befinden. Sie können bis zur größten Tiefe durchtauchen. Das macht ihnen überhaupt nichts aus. Die sogenannten UFOs haben gute Ausgleichsmöglichkeiten. Sie lassen das ohne weiteres zu. Themenfrage: Ist ein direkter Kontakt mit den Santinern möglich? Die UFO-Forschung birgt die Möglichkeit, für die Erdenmenschheit einen unvorstellbaren Fortschritt zu gewinnen. Aber um davon zu profitieren, muss sich der UFO-Forscher vom irdischen Denken lösen, weil seine Kritik, seine Definitionen und Alternativen niemals stimmen. Berühmte Psychologen haben genau diesen Fehler gemacht, als sie ihre Dogmen und Vermutungen auf die Ufologie angewendet haben. Auf diese Weise entstand in der Weltöffentlichkeit der Eindruck, dass menschliche Fantasie im Spiel sei. Zwar spielt die Fantasie eine bedeutende Rolle, aber sie ist bedeutungslos gegenüber der Tatsache, dass wir seit Jahrtausenden von überlegenen Menschen kontrolliert, beobachtet und fortdauernd besucht werden. Viel wichtiger als die Sichtung von fliegenden Scheiben ist die Möglichkeit der Verständigung. Beim Spiritualismus zweifelt man die Verständigung mit dem Jenseits an, obwohl die Erfahrung eindeutig beweist, dass sie gut möglich ist. Bei der Ufologie zweifelt man die Verständigung an, obgleich die Erfahrung besagt, dass es außerirdische Flugobjekte gibt. Beiderseits ist die Verständigung spirituell. Ist das aber etwas so Unnatürliches? Jeder menschliche Gedanke, ja das ganze Bewusstsein des Menschen ist spirituell und kann niemals natürlich, das heißt irdisch-materiell, erklärt werden. Also ist die Verständigung von Mensch zu Mensch, ob irdisch, außerirdisch oder überirdisch, niemals ein materieller Vorgang, niemals das Produkt einer Materie. Einmal gibt es in ganz seltenen Fällen eine direkte Begegnung auf der physischen Ebene. Es ist jedoch trotzdem nur eine telepathische Verständigung, also eine Gedankenübertragung vom gesendeten Begriff in die eigene Sprache des Empfängers. Außerdem gibt es aber eine indirekte Begegnung auf der psychischen Ebene, also durch eine spirituelle Verständigung, das heißt durch Vermittlung eines geeigneten Mediums. Es ist ein großer Irrtum, wenn jemand glaubt, dass ein UFO-Kontakt eine einfache Sache sei. Es ist keinesfalls so, dass ein Santiner einfach so in den Zirkel kommt, um unsichtbar oder sichtbar mit uns zu plaudern.
auch telepathisch, treten die Sandiner nicht ohne gewisse Voraussetzungen in einen Kreis. Jeder Kontakt wird lange vorbereitet. Die geistigen Führer sind oft die Dolmetscher bzw. sie sind die Medien auf der Gegenseite und vor allen Dingen die Beschützer der Beteiligten und die Garanten für die Wahrheit. Diese Voraussetzungen sind oft nicht in guten Zirkeln gegeben. Es handelt sich tatsächlich um eine Art von Spezialschulung, die sich über viele Jahre erstreckt. Herbert Viktor Speer. Sandiner berichten dazu Folgendes: Wir sind Sendboten von anderen Sternen und haben den Auftrag, mit euch Kontakt aufzunehmen. Wir haben viele Kontaktstellen eingerichtet. Wir rufen euch zu einem universellen Frieden auf, zu einem Frieden über alle Grenzen, zu einem Frieden von Brüdern zu Brüdern, von Schwestern zu Schwestern, von Stern zu Stern, zu einem Frieden zwischen Gott und den Menschen im ganzen Universum. Ihr achtet zu wenig auf die psychischen Kontakte, die eine unvorstellbare, höhere Welt mit euch herstellt. Ihr achtet nicht auf die Worte, die euch in einem großartigen Wohlstand versetzen könnten. Wir stehen mit dieser höheren Welt ständig in Verbindung und sind seit Jahren aufgerufen, euch Hilfe zu bringen. Millionen bedauernswerter Menschen schmachen in Unfreiheit und sind am Ende ihrer Kraft. Die Verzweiflung dieser Erde ist unvorstellbar für das Fassungsvermögen eines einzigen Menschen. Wir bringen euch Botschaft für Botschaft und weinen mit den Verzweifelten. Wir sind leider nicht in der Lage, euch täglich im astralen Zustand zu besuchen, um mit euch persönlich zu sprechen oder zu schreiben. Wir sind von einem anderen Stern und bestehen aus einer anderen Festigkeit der Materie, die uns sehr hindert, uns für längere Zeit bei euch aufzuhalten. Aus diesem Grunde müssen wir einen ausgiebigen Gebrauch von unseren geistigen Möglichkeiten machen, um uns mit euch zu verständigen. Ich bin ein Mittler, der eure Sprache einigermaßen versteht und will euch als Dolmetscher dienen. Mein Name ist belanglos, er sagt euch nichts, aber meine Stellung im Dienste einer gewaltig organisierten, ernsten Mission ist meine Legitimation. Ich bin ein lebendiger Bruder einer zahlenmäßig nicht zu errechnenden Menschheit, die zum größten Teil den Anschluss an die Allmacht gefunden hat. Themenfrage: UFO-Insassen, wie sehen sie aus? Der Mensch ist in negativer Weise viel leichter ansprechbar und auch viel leichter zu beeinflussen. Wir können das nicht nur beim Spiritualismus feststellen, sondern es trifft auch für die Ufologie, das heißt für die außerirdische Raumschifffahrt zu. Aus diesem Grunde macht man sich über die Außerirdischen lieber lustig, als dass man sie als eine höher entwickelte Menschenrasse bewundert. Sofern eine Tageszeitung oder eine bekannte Illustrierte von UFOs oder ihren Insassen berichtet, werden die Außerirdischen als verblödete Monstergestalten dargestellt. Die dazu angefertigten Skizzen stellen lächerliche Scheusale dar, die keine Menschenähnlichkeit aufweisen. Durch diese Beschreibungen und Bilder werden die Menschen negativ beeinflusst, so dass es kein Wunder ist, wenn man überall auf Ablehnung stößt. Man
weiß unwillkürlich, dass es solche menschlichen Monster nicht geben kann. Und deshalb lehnt man grundsätzlich ab, dass es überhaupt menschliche Lebewesen auf anderen Sternen geben soll. Mit irdischen Maßstäben kann man die UFOs und ihre Besatzungen nicht messen und nicht erklären. Die Analogie, das heißt die Ähnlichkeit, gibt es nicht in Bezug auf die UFOs. Es besteht ein Unterschied in der Entwicklung der Erdenmenschheit und jener Menschen, die aus einem anderen Sonnensystem zu uns kommen. Die angewandte Analogie zwecks Deutung und Erklärung führt in eine total falsche Richtung. Themenfrage: Was haben die Santiner mit den Bibelwundern zu tun? Die Atheisten bezweifeln die Gebote Gottes. Sie halten es für unmöglich, dass Gott auf dem Berge Sinai im Blitz und Donner zu einem Menschen spricht. In gewisser Beziehung haben diese Atheisten recht. Gott erscheint tatsächlich nicht dem Menschen. Er hat seine ausführenden Organe. Er selbst ist unabkömmlich, da sonst das ganze Universum stillsteht. Was sollten Theologen und Priester anders wissen, als in der Bibel steht? Doch wenn diese Bibel ein Buch der tausend Wunder ist, so hingestellt und beschrieben, wie man sie Kindern in Märchenbüchern vorsetzt, so ist der beste Verstand nicht fähig, etwas Besseres daraus zu machen. Aber diese Wunder, wie sie in der Bibel beschrieben sind, gehen über die Erfahrung aller Forscher und Wissenschaftler, erst recht über die Erfahrung des gewöhnlichen Bürgers. Gehen wir nun einmal einige Bibelwunder durch und suchen nach Erklärungen. Die Übergabe der 10 Gebote an Moses. Die Übergabe des Himmelsgesetz erfolgte auf dem Berge Sinai. Wenn die Überlieferung dieses wichtigen Geschehens nicht deutlich genug erfolgte, so liegt das größtenteils an dem technischen Unverstand der damaligen Menschen. Was wussten sie schon von Raumschiffen, die das All durchreisen? Für Mose war das Raumschiff die Wohnung Gottes und die übrige Besatzung waren seine Engel. Die Sirene war die göttliche Posaune und die Antigravitation war der von Gott ausgehende Tod für den Übertreter der Grenze. Das alles ist so einfach und so klar zu verstehen, wenn man nur den Verstand gebraucht. Der Stern von Bethlehem. Es gibt Zeitgenossen, die auch den Stern von Bethlehem mit einer gewissen planetarischen Konstellation zu erklären versuchen. Doch diese Konstellation wäre von den damaligen Astronomen sicherlich nicht unbemerkt geblieben. Es gab bekanntlich schon im Altertum einen hohen Wissensstand in der Astronomie. Im Übrigen gibt es keine Sterne, die in Anführungszeichen stehen bleiben, denn durch die Drehung der Erde wechseln sie deutlich sichtbar ihre Position. Der Stern von Bethlehem war ein UFO. Die Besatzung überbrachte eine Friedensbotschaft an die Erdenmenschheit. Kreuzigung Christi. Bei der Kreuzigung Jesu überflogen UFOs die Kreuzigungsstätte und verwüsteten das Land. Nach unseren Expeditionsberichten haben unsere Vorfahren Christus in jeder Weise unterstützt. Als Christus am Kreuze starb, verdunkelten sie die Erde und der magnetische Sturm brach los, zerriss den Tempelvorhang
und wirbelte alles durcheinander. Das Volk sah eine große, schwarze Wolke über dem Ölberg und die Erde erbebte unter der Antigravitationskraft des Weltraumschiffes. Zu Zeiten Jesu, als die Kreuzigung vollzogen wurde, haben wir ein Unwetter aufziehen lassen. Wir können das, wenn wir dazu den Auftrag erhalten oder wenn zu unserem Vorschlag, dies zu tun, aus der geistigen Welt Gottes keine anderen Maßnahmen gewünscht werden. Die Himmelfahrt Christi nach seiner Auferstehung. Viele Menschen glauben, dass Christus in Fleisch und Blut zum Himmel hochschwebte und den Blicken entschwand. Dazu der Lichtbote Aredos. Viele Menschen glauben, dass das ein unmöglicher Unsinn ist. Tatsächlich wurde Christus von einem außerirdischen Flugkörper abgeholt und die Menschen, die keine Ahnung von einem solchen Raumschiff hatten, glaubten damals, dass Gott ihn mit einem Himmelsgefährt abgeholt hat. Die Spaltung des Roten Meeres bei der Flucht der Israeliten. Unsere Vorfahren hatten den göttlichen Auftrag, den Israeliten unter allen Umständen zu helfen, so wie wir heute den göttlichen Auftrag haben, der ganzen Erdenmenschheit unter allen Umständen Hilfe zu bringen, da wir heute über noch weit größere technische Möglichkeiten verfügen. Das Weltraumstrahlschiff Shah wurde von 6 weiteren Raumschiffen begleitet, die zu diesem Mutterschiff gehörten. Als die Israeliten unter der Führung Moses zum Roten Meer kamen und von den Ägyptern verfolgt wurden, traten die Santiner mit ihren Raumschiffen in Aktion. Das Mutterschiff flog ihnen voraus und wurde als eine konzentrierte Wolkensäule gesehen. Rechts und links vom Mutterschiff Shah operierten je 3 Begleitschiffe in noch größerer Höhe, die ihre Antigravitationsstrahlen mit aller Kraft schräg gegen das Meer richteten. Ein gewaltiger Luftdruck in Verbindung mit den intensiven Magnetstrahlen drängte das Wasser auseinander und legte den Meeresboden wie eine Ebbe trocken, so dass die Wasser zu beiden Seiten hochgezogen wurden. Das Rote Meer wurde von außerirdischen Raumschiffen mittels antimagnetischer Kräfte geteilt. Das Wunder von Fatima. Übersinnliche Erscheinungen haben den Begriff der Phänomenologie geprägt. Doch die meisten Menschen fragen sich, warum diese Erscheinungen heute so selten sind, während doch die Bibel eine Fülle solcher Phänomene schildert. In Wirklichkeit haben diese Erscheinungen keineswegs nachgelassen, aber im Gegensatz zu früher werden sie heute der krankhaften Fantasie zugeschrieben. Selbst wenn ein übersinnliches Phänomen von Tausenden von Menschen zu gleicher Zeit wahrgenommen wird, so spricht man heute nur noch von einer Massensuggestion, das heißt von einer hysterischen Masseneinbildung. Ein klassisches Beispiel dafür ist das sogenannte Sonnenwunder von Fatima. Aus einer weißen, in Anführungszeichen, Wolke heraus erschien eine wunderschöne menschliche Gestalt 3 Hirtenkinder. Das außerirdische Wesen überbrachte 3 wichtige Botschaften für die gesamte Menschheit. Um den Erzählungen der Kinder eine gewisse Glaubwürdigkeit zu geben, geschieht am 13. Oktober 1917 vor mehreren 10.000 Menschen ein angekündigtes
in Anführungszeichen Wunder. Graue Regenwolken stoben auseinander und eine hell leuchtende Scheibe erschien. Sie vollführte erstaunliche Flugmanöver und tauchte die Landschaft in farbiges Licht. Die meisten Augenzeugen fielen auf die Knie und begannen zu beten. Ein außerirdisches Phänomen und drei prophetische Botschaften an die Menschheit, von denen bereits zwei eingetroffen sind. Tatsächlich gibt es ähnliche Berichte rund um den Erdball. Die katholische Kirche spricht jedoch vom, in Anführungszeichen, Lichtschiff unserer lieben Frau und hält die dritte Botschaft bis heute unter Verschluss. Frage: Was hat die Erscheinung von Fatima mit Maria zu tun? Setan: Viele Lichtwesen, die hier auf Erden erscheinen, sind Wesenheiten, die den Santinern nahe kommen. Die Marienerscheinung von Fatima wurde durch ein UFO vollzogen, das heißt von Wesenheiten aus den Lebensbereichen der Santiner. Frage: Gibt die Mutter Jesu mediale Durchgaben zur Lage der Erde und zur Menschheit? Setan: Das müssen wir verneinen. Maria hat eine hohe Position auf einer Ratsebene, die auf einer lichtvollen Ebene liegt. Maria ist derzeit nicht und war auch noch nie auf Erden tätig, um Durchgaben in medialen Kreisen zu geben. Sie nimmt ihre Aufgabe in anderen Bereichen wahr und unterstützt Geistwesen in der Ausbildung und im weiteren Werdegang, der mit der Erde zu tun hat.